Weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich... Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig. Gucken, wo sind wir denn aktuell? Ein Scharfschütze und eine Wache. Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres? Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. Ah. Damn it. Es ist soweit. Nein. Nicht, bis wir den Weisen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senor Torres. Sagt mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Ah. Du hast es versaut, Kenway! Halt die Schnauze! Halt die Schnauze, Kid! Dann blow me to pieces. Es ist vorbei, Mann. Ich hol mir diesen Prinz. Kid, nein! Yay, yeah, ich darf Kid fangen. Halt! Wuhu, ich darf Kid fangen. Komm schon, Mann. Lass uns das gemeinsam machen. Du hattest deine Chance. Ich krieg dich, ich krieg dich! Ich krieg dich noch! Warte! Jim, halt! Hier ist ein Mörder! Hilfe! Wachen! Alte Schabracke, nimm deine Drecksfinger von mir! Du darfst diese Männer nicht töten, Kid. Nicht bis ich den Weisen habe. Ich hab das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Tschiisch, hat die schlechte Laune.
Ach, keine optionale Mission geschafft, ey. Da hab ich mich so angestrengt. Hab so viele Pfeile rausgehauen, ey. Mann. Uncool. Hands off, Kid. Wie war das noch hier mit dem Assassinen? Geduld ist eine Tugend? Du hast es nicht viel Geduld. Okay, du hast eine Woche drauf gewartet, aber trotzdem. You know what I mean. Was? Direkt bei der Windmühle? Okay. Was wird das? Warte. Jetzt sag mir nicht, ich muss da hoch. Oh, du willst mich doch wirklich? Ich muss da schon wieder hoch? Also auf einmal nicht gereicht hätte, da hoch zu kraxeln. Tatsache, ich muss da hoch. Wie, du erklärst mir nicht, warum ich da hoch kraxle, ey. Hab besser einen guten Grund, warum wir hier oben sind. Treffen wir uns doch in einem Pub. Ich kam nach Kingston, um ein Ziel zu finden. Saufgelage haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Lawrence Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Was zum... Bereit? Hast du dir gerade Blut auf die Lippen geschmiert? Du heißt nicht James, oder? Meistens nicht. Meistens nicht. Komm mit. Also jetzt erst kapiert, dass es ein Tuss ist? Ich meine, es ist like sowas wie 20 Parts her, wo ich mich aufgeregt habe darüber, dass das ein Tuss ist und kein Tunnis. Und du hast jetzt erst gecheckt, dass das ein Tuss ist? Hast du nicht selber gesagt, dass das ein Tuss ist? Wenn du Prinz vor mir siehst, töte ihn. Dann ist sogar etwas Geld für dich drin. Abgemacht? Verdammt, Mann. Wie kommt, dass du eine Frau bist? Gott, Edward. Muss ich dir das noch erklären? Ich habe einen Auftrag. Du kannst dich später lustig machen. Ich war nur... War erst nicht Kissig, der hier gemeint hat, so von wegen... War ja nur... Und sie oben nicht dieser Spanier besuchen? Torres oder so? Hast du nicht gehört, was geschehen ist? Er wurde auf dem Weg hierher von Banditen angegriffen. Bukania vermutlich. Ein dreckiges Geschäft. Mein Gott, ist er wohl auf? Ist entkommen, habe ich gehört. Prinz ist auch nicht sehr erfreut. Nö. Alarm! Help me, damn it! He's dead in these sights! Ey, lass mich doch mal pusten. Ich will doch nur ein bisschen pusten. Ach, da oben sind Sniper. Nicht mehr lange. Oh, mit Alarm ist nicht viel. Ich dachte, mit Alarm ist nicht viel. Naja, I can outrun you. Da ist ein Unterschied. Ausnehmen können, wäre ich nicht so dumm gewesen. Sehr ungeschickt, oder? Du weißt, sie ist katholisch. Aua. Boah.
So, Killing Spree. Aua. Du blöder Tönnester. Er schießt immer noch auf mich. Ich puste den an. Was ist der? Er schießt immer noch auf mich. Lass mich doch einfach mal in Ruhe, ey. Keine Ahnung. Ich will eigentlich nur diese Kiste hier nehmen. Und vielleicht die Glocke hier läuten. Oder eben unläutbar machen. Sheesh. Habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt hier. Stop him. Angkort! Right. Where's the bastard gone to? Angkort! Ist immer gut, wenn der Sniper hier betroffen ist. Kann er immer erstmal schon mal einen abknallen. Sag ich's nicht? Kann er immer schon mal einen abknallen. Okay, was war das gerade? Irgendwie sind alle gerade runtergefallen und ich habe keinen Plan, was genau passiert ist. Ich weiß nur, dass ein Tönnisse gestorben. Like. A lot of them. Ich brauche meine Bersi-Pfeile so schnell, ey. Hm, mal gucken. Hast du zufällig Bersi-Pfeile dabei? Nee, schade. Hey, keinen Schritt weiter. Bitte, ich bin angeschossen. Ich brauche Hilfe. Gott, Thompson, sieh nach ihr, sie ist verletzt. Und zwar schlimm. Ich bin hilflos. Nun gut. Und schwach. Genau, hilflos. Hast aber eine Knarre und ein Schwert dabei. Und Klingen. Gott segne euch. Ihr Vollidioten. Ich meine ja nur. Dass sie das echt abgekauft haben. Tschüss. Ich wusste, ich komme erst später rein. Oi, Marlo. Mr. Prinz meint, ihr sollt die Augen offen halten. Er sagt, hier treiben sich ein paar Unruhestifter herum. Ich geb's weiter. Das ist sogar optional gewesen. Lol. Was willst du? Hey, ich bin in deinem Haus. Hey, ich bin in deinem Haus. Ich bin in seinem Haus. Ah. Das war das. Ja, den Sniper da oben angelockt und der Tön ist unter mir? Okay. However did I do that? Erst krieg ich dich pennen? Dann muss ich dich eigentlich töten. Egal. Penn schon mal. Alles schon mal was.
me, dammit! Help me, dammit! Ja. Das Ding ist jetzt über mir. Wie komme ich da jetzt, Shit! Alarm! Alarm! Rouse yourselves, you dullards! Bruder! Help! Yeah, ich hab Telekinese! Kann den aus der Entfernung hier... Ey, stör nicht! Du störst, Junge! Headshot ins Knie! Ich weiß, das ist eigentlich total physikalisch falsch und alles, aber es sieht geil aus, was ich mache. Peaks! Peaks! Das war doch nur zu viel Spaß! Sniper? Sniper ist hier oben? Wo? Wo ist der Sniper? Sniper! Wo bist du? Sniperoni! Ja, ich kann dich auch nicht finden! Wo bist du? Hallo! Ich muss dich so ein bisschen betäuben eigentlich. Einfach runtergekickt. Wie komme ich da oben dran? Fragen über Fragen über Fragen. Ist er da drüben irgendwo? Was ist denn da für eine komische Kante? Ubisoft, fix your fucking bugs! Tschüss. Und Cheerio! Hier ist irgendwo Aussichtspunkt. Ah. Ich wusste, dass ich hier noch nicht reinkomme. War nur ganz roter Bereich. Nee, ohne Story-Mission komme ich da nicht rein, das war mir sofort klar. Wie komme ich jetzt an diesen verdammten... Fragment hier oben ran? Naja nur, der springt ja auch nicht. Er müsste eigentlich nur aufstehen hier, aber... Wird mir doch nur ein Lichtlein aufgehen, so wie dieses Fragment über mir. Tschüss. Das wäre so schön. Ist hier eine Kiste etwa? Tatsache. Meine Kiste. Nee, du bist ein normaler Tünnis. Ein toter normaler Tünnis. Ich finde dich noch, Prinz. Ja, aber nehme ich eigentlich die Leiter. Viel einfacher. Machen wir hier ein bisschen Rampage. Und du bestirbst jetzt durch mich. Ich glaube, wir haben jetzt hier so ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, wir können uns beim nächsten Mal hier so ein bisschen umschauen. Bis dahin. See ya, Leute.